Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Chapter 835 ist draußen und ja, ich bin ein bisschen spät dran. Entschuldigung erstmal dafür. Und heute ist was ganz Neues und zwar Arcata ist nicht dabei, das erste Mal beim Chapter Review, Leute. Das ist echt ein Wunder, denn er ist gerade in der Türkei. Hat trotzdem vorproduziert und da kommen trotzdem Videos auf seinem Channel und sowas. Deswegen, ja, habt ihr es bestimmt nicht mal gemerkt, aber ich sag's euch hier. Und zwar habe ich heute mal einen neuen Gast dabei, damit ich nicht allein über das Chapter reden muss, habe ich den guten Kudo dabei, der auch einen Anime-Channel hat und auch einen One-Piece-Theorien-Channel, der auch ziemlich geil ist, der gute Theorien hochlädt. Und den habe ich heute mal als Gast dabei und ich würde sagen, der fängt jetzt mal an mit dem Chapter. Und ja, das Kapitel beginnt halt mitten in Toadland und dort erfährt man halt, dass sich die Bewohner in so einer Kirche versammeln und dann alle 6 Monate so eine Frage gestellt bekommen von so einem schwarzen Schattenwesen, welches übrigens auch aus Big Moms eigener Seele quasi hergestellt wurde, wird auch später erklärt. Dann stellt dieses Schattenwesen jedem Bewohner halt die Frage Leave or Life, also auf Deutsch gehen oder leben. Die Bewohner antworten dann mit Leben und kurz darauf nimmt das Schattenwesen dann ein Teil der Lebensspanne, so wie Big Mom es auch tat. Und dadurch bekommen die Bewohner dann Schutz von Big Mom, aber dafür verlieren die Bewohner pro Jahr 2 Monate ihrer Lebenszeit. Ja. Ja, das, Leute, das ist allein, das ist schon ziemlich krass, dass wir das in dem Chapter erfahren haben. Ich sag es mal vorweg, das Chapter war an sich, ich will wieder so sagen, ein kleines Info-Chapter und am Ende war ein guter Cliffhanger, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, auf jeden Fall, das mit der Lebenszeit ist ziemlich krass. Also wir haben jetzt sozusagen bestätigt, dass Big Mom sich auch aufteilen kann. Also sie kann ihre Seele splitten, aufteilen in kleine schwarze Wesen, die wiederum, also durch die sie gucken kann. Und ja, mit diesen kleinen schwarzen Wesen sammelt sie dann von diesen, ja, Mitbewohnern dann die Lebenszeit ein. Und wie Kudo gerade schon gesagt hat, pro Jahr müssen sie 2 Monate abgeben. Also das ist schon ziemlich krass, Leute. Also sie schenken Big Mom ihr Leben, damit sie es beschützt sozusagen und damit sie da unter ihren Schutz leben, die Leute. Das hat man schon am Anfang gesehen. Dann ging es weiter, dann hat man so ein bisschen jetzt gesehen, was passiert ist da mit Nami und Chopper und Carrot und so. Da war nämlich diese komische Spiegeltante, also so die Tochter von Big Mom, die eine Spiegelfrucht hat. Sowas, was Akato und ich auch schon wirklich gesagt haben von Anfang an, als dieser komische Doppelruffy da war. Mit dieser Frucht kann diese Brûlée, heißt die, diese komische Tochter, kann, ich glaube, ist nicht die erste Tochter, oder? Nee. Die erste war die andere da bei Caesars Labor, glaube ich. Das war die mit der Candyfrucht da. Die hatte so eine Candyfrucht. Auf jeden Fall hat man gesehen, dass die so eine Spiegelfrucht hat, mit der kann sie Leute so, ja, spiegeln, komplett imitieren und verdoppeln sozusagen. Und sie kann auch, man hat es gesehen, Carrot hat sie angegriffen mit so einer Eleclaw, heißt das, mit so einer elektrischen Klaue anscheinend, irgendeine Attacke. Hat man ja auch schon mal gesehen gegen Zorro. Und auf jeden Fall wurde der Schlag direkt wie aus dem Spiegel reflektiert, also wirklich. Genau. Ich weiß nicht, das ist komplett Spiegelfähigkeiten so. Ich schätze das so ein bisschen, eigentlich finde ich das ein bisschen billig, weil es ist ein bisschen Bartolomeo, oder nicht? Ja, geht schon, also ich denke, dieser Schlag von Carrot mit derselben Kraft geht dann halt, wird dann zurückreflektiert auf sie und sie bekommt das dann halt ab. Haben wir dann ja auch gesehen. Ja, aber ist das nicht Bartolomeo? Ist doch fast dasselbe, oder nicht? Ja, fast so. Das ist auch so Abwehrmechanismus-mäßig mit Angriff dann halt dazu. Ja. Reflexion einfach, Spiegel, zack. Ja, auf jeden Fall. Diese komische Brûlée ist nun wirklich eigentlich ziemlich gefährlich. Sie wollte, weil sie wirklich hässlich ist, sie ist eine fucking hässliche Hexe. Sie wollte Nami die Fresse zerkratzen, weil sie hat gesagt, ja, immer wenn ich so ein schönes Gesicht sehe, so makellos, dann muss ich es irgendwie zerkratzen, wie so eine kranke Fotze. Hat sie dann Namis Gesicht gehalten, wollte es zerkratzen. Dann hat Nami ihren neuen Doppeldildo, den sie von Lissop bekommen hat, aus den Titten geholt und hat dann sozusagen ihr dann Schlag verpasst und ist den Kratzer, den Narben ihres Gesichtes sozusagen entkommen. Und ja, dann ging es weiter, Carrot, ich sag's einfach, Carrot ist jetzt von dieser eingefangen, von dieser Brûlée, in so einer Spiegelwelt, in so einem Paralleluniversum. Und ja, Chopper kämpft gegen diese komischen Bäume, die da auch noch sind, Leute. Das ist alles ein bisschen verwirrend und das soll es auch, glaube ich, sein. Das soll so ein bisschen, ja, verwirrendes Spiegellabyrinth sein. Und jetzt trennen sich die Strohhüte, was wirklich darauf hinweist, dass der Arc jetzt wirklich noch sich ein bisschen in die Länge zieht. Es wird auf jeden Fall kein kurzer Arc. So eine Sanji-Rettungsaktion, wovon wir alle gehofft haben, dass dann der Kaido-Arc kommt, wird auf jeden Fall nicht passieren. Ich glaube wirklich, dieser Arc, dieser Big Mom-Arc kommt jetzt. Der Kampf gegen Big Mom vielleicht auch schon, vielleicht
Ja, ich denke, ich weiß nicht, ob Ruffy schon gegen Big Mom jetzt kämpft in diesem Arc, aber wie es scheint, zieht sich das alles unendlich in die Länge und das wird jetzt wahrscheinlich wirklich der Big Mom Arc, ja, wirklich jetzt starten. Ja, ich glaube halt auch, dass der Arc länger wird, als er von uns erwartet. Und ja, dann war der Flashback auch schon zu Ende. Danach sind wir wieder im aktuellen Geschehen. Und Ruffy erkundigt sich dann bei diesem Riesen, der da im Boden feststeckt, warum sich die Bäume bewegen können. Und daraufhin geht auch schon die nächste Community-Theorie wahr. Und zwar haben wir nun auch die lang ersehnte Bestätigung, welche Teufelsfrucht Big Mom denn nun besitzt. Genau, die Seelenfrucht, das hat er gesagt. Dann sagt er auch noch, dass er Big Moms Ehemann war, vor einer langen Zeit. Zusammen mit ihr hat er zwei Zwillingstöchter, nämlich Lola und Chiffon, also die Ehefrau von Capone jetzt. Und danach kommt auch schon ein weiterer Sohn von Big Mom, nämlich Charlotte Cracker hieß der. Und der hat dann gesagt, dass er aufhören soll, Informationen an den Feind weiterzugeben, sonst wird es böse für ihn enden. Und ja. Ja, dieser Charlotte Cracker, der 10. Sohn. Und er ist einer der dritten, also er ist der dritte, ja, wie heißt das, Süßigkeiten-Commander oder irgend so ein, der Minister von Kuchen oder irgend so ein Dreck, Leute. Das ist schon ziemlich ein bisschen verrückt alles, also wirklich, jedes Chapter kommen irgendwelche neuen, verrückten Süßigkeiten-Kombinationen, irgendwelche komischen Leute dazu. Was aber auch ziemlich krass ist, man sieht Nami am Ende als Cliffhanger, wie sie so denkt, what the fuck, Lola? Und dann denkt sie Lola. Kenn ich doch, ja. Ja, das ist echt krass. Also ich finde auch geil, ich krieg halt Gänsehaut nur vom Reden, obwohl es Lola ist. Was ziemlich geil ist, dass jetzt wirklich, die Theorie, also man muss jetzt nochmal sagen, die Theorie, die immer im Raum stand, ja, als Lola damals denen die Virvikart gegeben hat auf Tullabark, hat sie gesagt, meine Mutter ist eine große Piratin in der neuen Welt und bla und ja, und deswegen, viele haben gesagt, ist es Big Mom, dann war die Theorie, ist es vielleicht Dings, ist es vielleicht hier, wie heißt die alte Mrs. Bucking, die mit Weevil jetzt im neuen, in der neuen Anime-Folge zu sehen war, ob die vielleicht die Mutter ist, weil die so ähnlich aussehen, war denn die Theorie, weil es ist ja auch theoretisch eine große Piratin, wenn sie da Weevil als sieben Samurai so ein bisschen befehligt, ist es ja eigentlich auch schon eine große Piratin, aber dass Lolas Mutter Big Mom ist, ist ziemlich geil und ich bin gespannt, wie sich das jetzt so hindreht, denn wenn Lola auftaucht, bin ich mal ziemlich gespannt, also ich weiß nicht, ob sie da auftaucht, weil sie ist ja wirklich weggerannt, aber das Ding ist, Leute, wenn Nami und so mit Lola befreundet sind, dann, ich bin mir nicht sicher, aber ja, es war halt immer die Theorie, ob dann vielleicht Big Mom zur Verbündeten werden, nur durch Lola, weil, ja, Lola wäre ja theoretisch tot, wären die Strohhüte nicht da gewesen. Aber das Ding ist, man muss sagen, ich würde sagen, dass die jetzt befreundet mit Lola sind, bringt den Strohhüten letztendlich nichts, denn, ganz ehrlich, hier, Big Mom tötet ihre Söhne, scheißt auf alles und will einfach nur die Macht, sie hat ja ihren eigenen Sohn, hat sie einfach aus Hunger die Lebenszeit weggeprügelt, und deswegen weiß ich nicht, ob jetzt, das so ihr so wichtig ist, dass sie jetzt mit Lola befreundet sind. Aber denkst du, Lola kommt noch in dem Arc vor und hat dann auch so eine größere Rolle, sage ich mal? Boah, ich würde es mir so wünschen. Dass sie den Strohhüten auch hilft? Ja, ich kann es mir vorstellen, dass jetzt Lola auftaucht. Auch wenn es ein bisschen unlogisch ist, wenn Lola die ganze Zeit weg ist, dass sie jetzt auf einmal auftaucht, wo die da sind. Mm. Aber vielleicht ist ja Lola die ganze Zeit schon da und ist ja, weil es sind 2 Jahre vergangen, vielleicht ist sie ja schon vor einem Jahr zurück zu ihr gegangen, zu ihrer Mutter. Genau so. Weiß man ja nicht, weil, weißt du, vielleicht muss sie auch noch irgendjemanden heiraten und sowas. Sie wollte ja die ganze Zeit Sanji heiraten und so. Was ja auch eigentlich schon ein Foreshadowing war auf jetzt diese Heirat in Big Moms Familie. Das ist echt eigentlich richtig geil. Ja, generell geil, der Moria Arc und dieser Whole Cake Island Arc, die ähneln sich jetzt langsam sehr. Ja. Auch mit Hochzeit und so. Ja, und auch mit, und ja. Ach Leute, was man noch erwähnen muss, ist, dass Big Mom mit ihrer Kraft keine Leichen und sowas wiederbeleben kann. Das haben wir auch. Genau. Also sie kann keine Seelen jetzt in tote Körper. Da war nämlich auch schon die Fantheorin, ja, könnte sie nicht theoretisch Whitebeard Leben erwecken? Also Whitebeard und Ace wieder zum Leben erwecken? So, also das war die Theorie, weil Seelen und so. Aber nein, so ist dem nicht. Sie kann halt nur Lebenszeit von Leuten klauen. Beziehungsweise 2 Jahre verlangt sie als kleinen Obolus, dass sie da klein, in Klammern ist das schon ziemlich dick, was sie da verlangt. Und sie kann damit Gegenstände, wie zum Beispiel die Bäume, gegen die Chopper gerade kämpft, kann sie zum Leben erwecken und alles Mögliche. Und das ist echt abnormal krank. Ja, Leute, das Chapter, wie gesagt, ist ein kleines Info-Chapter zu Big Moms Kraft, obwohl Big Mom jetzt gar nicht so in Erscheinung getreten ist. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es gut, dass wir jetzt wissen, die Spiegelfrucht wurde bestätigt, wovon auch, wo wir jetzt auch schon von ausgegangen sind, dass sie kommt. Und ja, ob das jetzt ein großer Gegner wird, auf jeden Fall Carrot ist gefangen, Chopper ist noch am Kämpfen, Sanji ist gefangen und muss heiraten und alles sieht danach aus, wirklich, Big Mom lässt da niemanden gehen und jetzt kommt Lola noch, also es sieht wirklich danach aus, Leute, der Arc beginnt jetzt und es geht los, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter, wird Carrot sterben oder ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert oder was ist mit Jinbei, Leute, es ist so viel gerade, so viele Fragezeichen haben wir Fans im Gesicht. Richtig viel. Das ist echt, Leute, schreibt's in die Kommentare, was ihr denkt und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, guckt auf jeden Fall beim Kudo vorbei, der hat echt sicke Theorien am Start, auch gut bearbeitet. Und ich sag ciao und tschüss.
Yes.